Bei Waldner stand und steht immer der Mensch im Vordergrund des Handelns. Wir entwickeln Labore für Menschen. Die Idee zum Container ist während des Lockdowns entstanden. Dieses Gefühl der Beklommenheit und diese lähmende Angst, die uns alle befallen hat, das wollten wir nicht akzeptieren. Wir wollten etwas tun. Zeit ist das kritische Gut in dieser Pandemie. Ein Impfstoff wird es so schnell nicht geben, das war uns klar. Also ist das Einzige, was wir tun können, testen. Das ist das, was wir können. Wir können Testkapazität bereitstellen. Unsere Motivation war so hoch, dass wir es geschafft haben, innerhalb von 4 Wochen eine serienreife Containerlösung inklusive Geräte zu entwickeln. Zum einen ist da unser Basis-Doppelcontainer, der in der Nähe eines Krankenhauses abgestellt werden kann und die dortige Infrastruktur nutzt. Die zweite Variante ist ein hochflexibler und autonomer Seekontainer, der ohne jegliche Infrastruktur funktioniert. Zu guter Letzt haben wir ein Labor auf Rädern in Kooperation mit einem Fahrzeughersteller entwickelt. Dieses kann innerhalb von wenigen Stunden bei einem spontanen Pandemieausbruch vor Ort sein. Unser Konzept ist so flexibel, dass wir Kundenlayouts adaptieren können und alle Prozesse und alle Gerätschaften des Kunden in unsere Container integrieren können. Aktuelles Beispiel ist der Impfcontainer, der die logische Ergänzung unserer bisherigen Testcontainer ist. Somit können wir auch bei zukünftigen Pandemien oder anderen Ausbrüchen jederzeit Testkapazität bereitstellen. Untätigkeit ist nichts für uns. Wir wollen etwas tun. Wir wollen aktiv sein. Wir wollen beitragen, dass diese Krise endlich für alle vorbeigeht.